Moralapostel? Oder ist er idealistisch und mutig? Friedenskämpfer und Abenteurer, politisch ein geläuterter Rechtsaußen und fußballerisch ein gefürchteter Linksaußen. Er ist Jürgen Todenhöfer und er sagt: Ich stelle mich. Sehr schön. Vielen Dank, Herr Todenhöfer. Schön, dass Sie da sind. Nehmen Sie bitte Platz. Und schon heißt die Sendung, wir sitzen jetzt. Herr Todenhöfer, es gibt ganz wenig Menschen, die in dem, was Sie tun, so polarisieren wie Sie. Wir haben ja Zeitungsausschnitte zitiert. Da geht es eben darum, dass Sie einerseits mutig sind, ein Abenteurer. Sehen Sie sich so? Nein. Aber Sie lesen jedes Mal, wenn Sie eine Reise machen, haben Sie mal einem Journalisten gesagt, Ihr Testament. Das ist doch dann... Ja, das ist eigentlich nur professionell. Also man sollte das Testament auf dem neuesten Stand haben. Weil Sie Dinge riskieren mit den Reisen, die Sie tun und das auch bewusst machen? Ja, nein, ich riskiere nicht bewusst etwas, sondern die Reisen gehen in Krisengebiete, in Kriegsgebiete. Und da gibt es Menschen, die manchmal schießen. Und deswegen erneuere ich immer wieder das Testament. Wie gehen Sie damit um, wenn jemand dann über Sie schreibt, Sie seien ein Moralapostel? Ja, ich fände das eigentlich gut. Ich fände gut, wenn Moral in unserer Welt wieder etwas mehr Bedeutung hätte. Mhm. Ich finde, es gibt viel zu wenig Moral in unserer Welt und auch in der Politik. Aber Moralapostel ist ja einer, der es nur ja, so die tut, Apostel, als ob... sie sind, die meisten Deutschen sind gläubig, die Apostel sind nicht schlecht. Ich sehe mich nicht als Apostel, ich sehe mich auch nicht als Moralapostel, aber Moralapostel ist nichts Schlimmes. Mhm. Was in dieser Aufzählung fehlt, ist, man könnte auch sagen, Sie sind selbstkritisch. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Teile dein Glück. Da sind Sie sehr offen und schreiben solche Sachen wie, ich habe fast alle Fehler dieser Welt begangen. Ich bin unbeherrscht, nicht sehr treu. In meiner Jugend habe ich gegen viele moralische Regeln verstoßen, oft die Unwahrheit gesagt. Waren Sie früher ein schlechterer Mensch als heute? Nee, ich glaube nur, dass das Leben ein Lernprozess ist. Und ich versuche im Leben zu lernen. Und viele der Fehler, von denen ich da in diesem Buch erzählt habe, habe ich in der Schulzeit gemacht. Alle Klassenlehrer hatten immer nur ein Ziel, mich aus der Schule zu schmeißen. Warum? Faul. Wir haben eine Schulklasse, die hört jetzt mit gespitzten Ohren zu. Faul, Fleiß und Mitarbeit wurde immer sehr bemängelt. Und ich brauchte Raum und den bekam ich in der Schule nicht. Waren Sie ein egozentrischer Mensch, jemand, der sich sehr um sich selber kümmert? Ich bin häufig sehr alleine, aber ich bin überhaupt nicht egozentrisch. Ich habe ja weit über die Hälfte meines Vermögens verschenkt für alte, einsame Menschen, für Kinder in Kriegsländern. Da kann man eigentlich nicht so richtig egozentrisch sein. Ich weiß zwar, dass dann Menschen wieder sagen, das ist verdächtig, dass der alles verschenkt, aber ich schenke lieber, als dass ich beschenkt werde. Sie haben aber auch über sich gesagt, selbst mein gelegentlicher Altruismus hat egoistische Züge. Ja, natürlich, weil Schenken mehr Spaß macht, als beschenkt zu werden. Sind Sie selbstverliebt? Auch das ist etwas, was über Sie gesagt und geschrieben wurde? Nee, dafür bin ich zu selbstkritisch. Ich bin gerne verliebt, aber nicht selbstverliebt. Der Spiegel hat mal über Sie, über die junge Zeit geschrieben, Sie seien ein Bo. Gerade so, das ist noch vor der Spiegelzeit, aber als Sie in den 70er, 80er Jahren Politik gemacht haben, fiel das auf. Da gab es eben so den nicht so athletischen Politiker, der nicht so gut aussah. Welches der Bilder gefällt Ihnen denn am besten? Welches der Bilder gefällt mir am besten? Abgesehen von der Badehose, das rechts unten. Ja, das war in Jacksonville in den Vereinigten Staaten. Links, das sieht ein bisschen rebell aus. Da war ich noch Schüler. Ja, aber ja. 15, 16? Ja, 17. Ein rebellischer Schüler, der Vater war, glaube ich, Richter? Ja, streng. Ja, konnte man da rebellieren gegen den alten Herrn? Nee, nicht gegen den Vater, aber gegen die Lehrer, die mussten das dann aushalten. Das ist der Vater, das ist die Mutter, das ist der Junge, Jürgen Todenhöfer. Rechts, ja. Sie haben mal gesagt, über Ihren Sohn, er hatte nicht das Glück, arm aufzuwachsen, Sie sind im Krieg geborenes Kind 1940, was ist gut daran, wenn man arm aufwächst? Ja, ich habe alles geschätzt, was ich bekommen habe.
Ich bekam irgendwann mal, das war das größte Geschenk meiner Jugend, einen Lederball geschenkt. Den habe ich mit ins Bett genommen. Ein Fußball? Ja. Sie haben ja ein faszinierendes Leben geführt. Sie können gerne auch trinken. So ist es, ja, es ist aber nur Wasser. Drin, ja. Es ist nur Wasser. Wollen Sie was anderes? Nein, danke. Was denn? Wir können alles besorgen. Tomatensaft. Tomatensaft. Es ist mit Wasser kann man nicht schütten, wenn Sie unverschämte Fragen stellen. Sie wollen mir Wasser überschütten? Tomatensaft? Nein, aber Sie haben ja gefragt, warum ich Tomatensaft wollte. So, ich bitte die Regie, dass wir einen Tomatensaft geliefert bekommen für den Fall, dass ich eine unverschämte Frage stelle. Das möchte ich dann bitte auch aber wirklich haben. Ja? Aber ich habe eine andere. Ich möchte festhalten, sie hat gesagt, ich möchte das auch wirklich haben. Ja, absolut. Ich möchte das. Ich weiß nicht, ob wir Tomatensaft haben. Wir können Wasser rot färben, das tut's auch. Sie haben wirklich, das ist erstaunlich, Sie haben ein Leben in vielen Facetten geführt. Sie waren Richter, Sie waren Politiker, Sie waren Spitzenmanager in einem Medienverlag. Ich war Skilehrer. Sie waren auch Skilehrer, sensationell. Sie waren... sind heute so etwas wie ein politischer Missionar, so nenne ich Sie jetzt mal. Sie reisen eben in diese Kriegs- und Krisengebiete. Gibt es etwas, was alle diese Phasen verbindet, oder ist es vielleicht auch gerade dieses Einzelkämpfertum, dass Sie einer sind, der eben auch stur ist und der das macht, was er will, und zwar ohne, dass er sich vorher mit irgendjemand bitte absprechen möchte? Ist das eine Verbindung, die in allen Phasen stimmt? Ja, ich finde, wenn man... Also ich finde das Leben relativ kurz. Ich würde gerne doppelt so lange leben. Ach. Und da das Leben eben kürzer ist, sollte man die Sachen tun, die man für richtig hält. Aber ich habe Sie gefragt, ob Sie eigentlich ein eigensinniger, einzelkämpferischer, sturer Mensch sind. Ja, wahnsinnig stur. Schon, also, oder? Wer bei Ihnen überleben möchte, muss stur sein. Das wollen wir sehen, ja. Aber jetzt mal ernst. Wer bei mir überleben möchte, muss mutig sein, aber doch nicht stur. Ich bin schon ein bisschen Einzelkämpfer. Strauß kam mal in einer Fraktionssitzung zu mir, ich kannte ihn gar nicht, und sagte, warum stimmen Sie sich eigentlich nie mit mir ab? So. Da habe ich gesagt, das werde ich nie tun. Ich habe mich nie mit Strauß abgestimmt. Und da beginnt ja mein Problem. Ich war eigentlich nie Politiker, weil Politiker machen von morgens bis abends Kompromisse. Und auch deswegen wollte ich mich nicht abstimmen. Aber Sie waren es sehr lange, und für die, die dieses erste Leben von Jürgen Todenhöfer nicht mehr so richtig präsent haben, haben wir einen ganz kurzen Rückblick auf den politischen Anfang Jürgen Todenhöfers für Sie bereitet. Wir brauchen auch konservative Politiker. Genau das galt für ihn, Jürgen Todenhöfer. Als CDU-Abgeordneter stets auf stramm konservativen Kurs kämpfte er wie CSU-Chef Franz Josef Strauß gegen einen angeblich herrschenden linken Zeitgeist. Seit der Chile-Reise 1975 zu dem Militärputschisten General Pinochet haftete ihm gar der Ruf an, ein Freund rechter Diktatoren zu sein. Seine Afghanistan-Reise nach der sowjetischen Invasion 1980, sein vehementes Eintreten für die Stationierung von US-Raketen in der Nachrüstungsdebatte, seine scharfe Ablehnung der Friedensbewegung machten ihn zum Lieblingsfeind der Grünen. Also meine Damen und Herren, ich muss jetzt auch mal eine ganz persönliche Bemerkung zu Ihnen, den Grünen, sagen. Sie treten hier als Vertreter der Friedensbewegung auf. Aber so unfriedlich und so gehässig wie Ihre Zwischenrufe sind, habe ich Debatten im Deutschen Bundestag nie erlebt. Ich habe nie etwas so Unfriedliches erlebt als diese Friedensbewegung, die da unten sitzt. Würden Sie denn mit dem konservativen Todenhöfer von damals heute streiten in einigen Punkten? Erstens glaube ich, dass das Leben ein Lernprozess ist. Und dass man, wenn man dazu lernt, das Richtige gemacht hat. Und ich hoffe, dass ich dazu gelernt habe. Und ich hoffe, dass es Metamorphosen, Verwandlungen gegeben hat, die mich besser gemacht haben. Und wenn ich das nicht geschafft hätte, wäre das schlimm. Ich sage zu Nuklearwaffen heute, dass sie Teufelszeug sind und dass sie alle, nicht nur Mittelstreckenraketen, alle abgeschafft werden müssten, ausnahmslos. Keiner der russischen oder amerikanischen Strategen beherrscht diese Waffen, hat irgendeine Ahnung, was im Krisenfall mit diesen Waffen geschieht, wenn mal eine losgeschossen ist. Und deswegen müssen die Waffen weg. Das heißt, das ist der eine Punkt, wo Sie dem Todenhöfer von damals widersprechen? Nein. Das habe ich im Ausschuss für Abrüstung und Rüstungskontrolle immer gesagt. Ich habe sogar gesagt... Tomatensaft. Ich habe
Ich hab sogar... Mögen Sie den auch trinken oder ist der nur zum Gießen? Zum Gießen. Zum Trinken ist der zu schade. Was krieg ich eigentlich? Krieg auch einen. Nein. Ja, ich habe sogar im damaligen Nachrüstungsausschuss, Unterausschuss für Abrüstung und Rüstungskontrolle gesagt, dass ich Atomwaffen für völkerrechtswidrig halte, ja, obwohl ich diesen Beschluss durchgesetzt habe. Und der CSU-Kollege kam zu mir und sagte, Herr Kollege, ich missbillige Ihre Haltung in der heutigen Sitzung total. Ja. Dann würde ich ihm nicht widersprechen. Und ich hatte ein zweites Thema. Ich war für Wiedervereinigung. Mhm. Ich habe dieses Buch herausgegeben, ist von anderen geschrieben worden. Ich denke Deutsch. Und damals, wenn man für die Wiedervereinigung war, war man ein Verrückter, ein Wahnsinniger. Mhm. Und es gab Leute, die haben über den Ausschluss aus der CDU, über meinen Ausschluss nachgedacht, weil ich für die Wiedervereinigung war. Sie sind so weit gegangen, dass Sie derjenige waren oder jedenfalls einen Anteil daran hatten, dass das im Grundsatzprogramm der CDU blieb. Helmut Kohl wollte es rauskegeln. Kohl ist sowieso eine interessante Geschichte. Der hat Sie hier am Anfang für einen tollen jungen Kerl gehalten. Dann haben Sie ihn permanent kritisiert, unter anderem dieser schöne Satz, man kommt nicht im Schlafwagen an die Macht, ist von Ihnen. Sie sind nie was geworden bei Kohl. Nicht Bundesminister, nicht Staatssekretär, gar nicht. Ja, hat sie das damals gewurmt und wie ist das heute? Ja, nein, das ist der Preis der Freiheit. Wenn Sie... Hat es Sie gewurmt? Nein, wenn Sie zu dem... Kohl hat mir angeboten, als ich in die Wirtschaft ging, hat gesagt, lassen Sie uns unsere Feindschaft beenden. Ich brauche Sie im Kabinett und ich brauche Sie in der Fraktionsführung. Und 4 Wochen später hatten wir wieder Krach. Ich finde es, ich habe das persönlich als wichtiger empfunden, zu dem zu stehen, mhm, was ich denke, mich zu stellen, wie Sie Ihre Sendung nennen, mhm, als Karriere zu machen. Und ich kenne heute viele Politiker, die haben Karriere gemacht, das sind gebrochene Leute. Ich bin überhaupt nicht gebrochen. Sind Sie denn deshalb dann auch aus der Politik ausgestiegen? 90 haben das Angebot des ehemaligen Schulkameraden Hubert Bode angenommen, sind eben in seinem Konzern im Verlag an der Spitze gewesen, über 20 Jahre, auch weil Sie aus der Politik raus wollten oder hat auch Geld eine Rolle gespielt, dass man was verdient? Geld hat mich nicht interessiert, außer dass jeder stolz ist, wenn er gut bezahlt wird. Ich glaube auch, das geht Ihnen nicht anders und unserem Publikum geht es auch nicht anders. Aber man muss nicht daran seine Qualität messen. Nee, aber man kann viel damit machen. Und ich habe mein Geld für Stiftungen anschließend verschenkt. Und das gibt mir sehr viel Freiheit. Und wenn irgendein Journalist kommt und sagt, ich habe da eine syrische Familie, die kriegt kein Asyl hier, können Sie uns helfen, das kostet so und so viel. Jetzt, ja. Ja, dann mache ich das. Und ich kann es machen. Würden Sie sagen, als Politiker... Ich würde mich mit dem Totenhöfer streiten, der sehr persönlich war. Ich habe Gegner zu hart angegriffen. Mhm. Und Wehner hat sie mal Hodentöter genannt. Und, ja, vielleicht hat er ja damit gesagt, dieser Mann ist reif für die Nervenheilanstalt. Wehner? Hat er recht gehabt, oder? Warum lachen Sie da? Nee, ich kann mich nicht mit jeder unqualifizierten Äußerung auseinandersetzen. Der große Herbert Wehner, Fraktionschef der mochte mich SPD. Sehr. Ich bin einmal angegriffen worden in der SPD-Fraktion, da ist er aufgestanden, von irgendeinem Abgeordneten griff mich an und hat gesagt, es steht Ihnen nicht zu, den Totenhöfer anzugreifen. Das stand nur ihm zu. Würden Sie rückblickend auf die politische Karriere sagen, Sie sind gescheitert als Politiker? Nee, überhaupt nicht. Ich war der bekannteste Politiker Deutschlands ohne jedes Amt. Ich hatte kein Amt. Wir würden gerne den Totenhöfer von damals ein bisschen näher kennenlernen. Wir haben jemanden eingeladen, das wissen Sie, der den Mitte-30-jährigen, jungen, konservativen Politiker Jürgen Totenhöfer kannte und uns hilft, ihn besser kennenzulernen. Wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann musste das unbedingt durchgeführt werden. Er hat immer 50 plus geholt, immer das Direktmandat geholt und da kann man ja die Stimmung ablesen. Hier, da an meinem 40. Geburtstag, Geschenk, Kirschenbaum. Ja. Das ist eine der wenigen Geschenke, die Totenhöfer gemacht hat. Da hat sogar einmal der Blitz eingeschlagen, das sieht man hier noch, das passt auch.
Totenhäferkirsche, ja. Zum Kirscheessen ist er eigentlich immer gekommen. Vielleicht kommt er mal wieder. Zum Ernten auch? Ja, ja. Nein, nein, nein. Der kann auf Freileiter noch. Ich habe einen eingeladen zum 25-jährigen Jubiläum vom CDU-Ortsverband. Und ich habe nicht gedacht, dass er komisch da wird. Das haben hoch angerechnet, dass er da komisch ist. Er hat auch eine launige Rede gehalten. Also, ja, das war das letzte Mal, wo er eigentlich sich hier gezeigt hat. So. Ja, vielleicht hat er wenig Freunde. Wir werden es herausfinden. Herzlich willkommen, Werner Nill. Herr Nill, wenn Sie in die Mitte zu uns kommen, wollen Sie auch einen Tomatensaft? Nein, nein. Nehmen Sie bitte Platz. Also dafür, dass er Ihnen nur einen Kirschebaum geschenkt hat, ist die Umarmung aber schon noch herzlich. Oh ja, gut, nein, uns jetzt lange nicht gesehen, gell? Lange nicht gesehen. Ja, und er ist der Patenonkel meines Sohnes. Ja. Das stimmt nicht. Die Elli. Die Ehefrau, ja, ist die Patentante ihres Sohnes. Das ist das Alter. Das ist das Alter, ja. Ja, da bin ich ja beruhigt. Elli und Werner sind dasselbe. Sie sind ja einer, der ihn schon lange kennt und sagen am Ende, vielleicht hat er nicht so viele Freunde. War das immer so ein Einzelgänger, der es eben auch denen, die ihn mochten, schwer machte eigentlich mit ihm? Also wo er bei uns Abgeordneter war, hat er sicherlich viele Freunde gehabt, auch man holt 50 Jahre drei Bundestagswahlen immer über 50% geholt. Und er hat keine einfache Gegenkandidatin. Nee. Ich sage jetzt den Namen nicht. Doch, am Ende war es, glaube ich, Hertha Däubler-Gmelin, ja, von der, ja, SPD. Ja, doch. Ja. 57% hatten wir. 57, ja. Und, so viel da Zeit. Da muss man ja Freunde eigentlich haben. Nein, man muss Menschen beeindrucken. Ja, aber der Schmidt hat immer Freunde gesagt, ich muss nicht geliebt Partei werden, aber respektiert. Das ist, man muss Freunde haben in einer Partei, aber. Das ist natürlich ein Typ, der Leute um sich scharen kann, möglichst viele, die alle beschäftigen kann, aber so intensiv mit einer Freundschaft sich beschäftigen, das ist eigentlich nicht der Typ dazu. Sie sind ein sehr bodenständiger, erfolgreicher Handwerker, Malermeister, ja, mit eigenem Betrieb. Dann kommt eben ein so intellektueller Mensch und will in Ihrem Verband den Wahlkreis eben als Wahlkreis haben, um in den Bundestag zu kommen. Sie haben damals auch für ihn gestimmt. Was war denn das für einer? Was hat der für einen Eindruck auf Sie gemacht, als Sie den das erste Mal sahen? Natürlich, als politisch halbwegs gebildeter Mensch war Totenhäfer schon ein bisschen Begriff, auch wegen seiner frechen Gosche und so weiter. Wegen seiner was, Gosch? Frechen Gosche. Freches Mundwerk. Können Sie es übersetzen? Sie sind ja Ihr Wahlkreis. Freches Mundwerk. Aber dann muss man... Überlegenen Rhetorik, meinte er. Die überlegene Rhetorik. Er war der Gutenberg der 70er Jahre, gut aussehen, smart. Gutenberg, ja. Das ist der Minister, der... Erinnert euch. Und was für ein Vergleich. Ja, ja, aber das heißt, da gibt's also Vergleiche. Schneidig, konservativ, ja, klare, genau, Kante, genau, feste Überzeugungen, ja, schon, oder? Ich bin meiner bescheidenen politischen Laufbahn natürlich immer konservativ geblieben, bin es ja auch heute noch. Und, das passte damals, also das Konservative, ja, hat sich, ich schon, ich habe mich verbunden, nicht verändert. Und er? Na ja, schon ein bisschen. Aber ich bin immer noch Ehrenvorsitzender. Ja, das ist gut. Hier unten ist ein Wahlplakat für uns nach Bonn. Geben Sie am 5. Oktober Dr. Jürgen Totenhöfer Ihre Stimme. Man hat sich damals natürlich mit der Familie präsentiert, ja, also mit der Frau, mit den Kindern. Wie wichtig war das auch tatsächlich für so einen Wahlkampf, für das Repräsentieren, Ihrer Meinung nach? Ich möchte sagen, da hat alles passt. Und darum hat er das Mandat, also erstens mal von der CDU in diesem Wahlkreis hat er die Abstimmung für das Mandat gewonnen und hat dann natürlich auch das Mandat geholt. Da hat wirklich alles passt, da hat seine politische, er war ein guter Redner,
Er war fleißig, das muss man sagen. Also, das hätte ich nicht sagen, wenn es andersrum wäre, aber er war schon fleißig. Und er war viel unterwegs auch? Ja, war also natürlich viel Ihre unterwegs. Frau ist also die Patentante von Ihrem Sohn Frederik. Ihre Frau, also die Françoise, von der Sie getrennt leben, glaube ich, war die Patentante Ihres Junior, Sohnes. Das heißt also, die Familienbande sind sehr eng. War denn die Rollenaufteilung ganz klar? Der Mann ist derjenige, der auch rausgeht, Karriere macht, zu Hause ist die Frau. War konservative Politik 70er Jahre, 80er Jahre? Ja, so kann man sagen, aber da muss er natürlich zu ihm was sagen. Ja? Das passt gar nicht zu dem, was er heute macht. Wo seine Frau, die war ja, wo er Abgeordneter im Wahlkreis war, bekanntlich dreimal schwanger. Mhm. Und die hat er immer allein gelassen. Wie, bei der Geburt? Ja, da muss die Frau, was immer, Deli ist meistens mitfahren, in die Klinik fahren. Er hat sich da irgendwo... Ich saß in Bonn in einer Ausschusssitzung. Nein, irgendwo verkrochen, er hat immer. Bei drei Geburten kann man sich nicht eben verbringen. Ja, aber das war nicht üblich zu der Zeit, oder? War das und heute spielt er der große Held, nicht? Herr Sixt. Ich mache jetzt was zu Ihrer Ehrenrettung. Und zwar Folgendes. Ich weiß, Sie nicht meine Ehrenrettung. Das ist so gewesen, ja. Auch nicht, weil ich... Ich bin im Beruf aufgegangen. Auch nicht, weil ich Ihnen einen Gefallen tun will, sondern weil ich Ihre Kinder ja zum Teil kennengelernt habe. Wir haben sie auch treffen dürfen. Ich das Gefühl habe, dass Sie heute mit denen sehr eng sind. Eigentlich kommen die in allen Ihren Büchern auch vor. Als Weggefährten, Reisegefährten, Kritiker auch, werden Sie genannt. Wir haben Sie besucht in München. Sie waren zwar dabei gesessen, durfte aber nichts sagen. Ganz normal groß geworden, hat immer darauf geachtet, dass wir nicht zu verwöhnt sind. Er selber mag Angeber nicht, er mag dieses Rumprotzen nicht, er mag Luxus nicht. Das sieht man ja auch hier in der Wohnung. Der lebt ja nicht im Saus und Braus. Das ist sehr spartanisch und sehr einfach. Der hat halt immer Angst gehabt, dass wir irgendwie halt wie andere Leute, die auch in der Gegend, wie wir groß geworden sind, im Endeffekt dann einfach nur sich auf den Lorbeeren ihrer Eltern ausruhen und nichts hinkriegen, nichts machen wollen. Er war sehr streng, aber du bist nicht mehr so streng, wie du früher warst. Wir haben viel verhandeln müssen, wenn wir was wollten. Verträge geschrieben mit 14 Jahren, wenn man auf ein Konzert gehen wollte. Also ich hatte, glaube ich, meine erste 4 in Latein. Daraufhin hat er 10 Kapitel Latein im Voraus gelernt und mich regelmäßig dann für 2 Jahre immer abgefragt, bis ich quasi Klassenbeste war in Latein. Oder ich war nicht gut in Deutsch, dann hat er die Aufsätze geschrieben. Ich musste sie auswendig lernen. Nee, der ist bei mir mindestens genauso streng gewesen. Wir hatten noch nicht das beste Verhältnis, als ich klein war. Es war immer besser geworden, desto erwachsener ich wurde. Also, Sie haben, weil Sie eben auch offen mit Ihren Fehlern umgehen, haben Sie auch in einem Buch geschrieben, dass dieser Sohn, den wir gerade gesehen haben, als 4-Jährige einmal, weil Sie so viel unterwegs waren, zu Ihnen gesagt hat, Papa, wo wohnst du eigentlich? Ist das die Beschreibung dessen, was er jetzt sagt, unser Verhältnis war nicht so gut? Ich hatte 4 Wohnsitze. Ich war ja stellvertretender Vorsitzender von Burda. Und das waren 2 Firmensitze, München und Offenburg. Und ich war als Abgeordneter in Tübingen und in der damaligen Hauptstadt Bonn. Das waren 4 Wohnsitze. Und das war das Leben der Kinder. Und ich weiß nicht... Ja, aber immerhin haben Sie es ja geschafft, also deine ganze Lateingeschichten auswendig zu lernen und zu schreiben und sie musste den auswendig lernen. Das ist ja auch Betrug, oder nicht? Nee, sie bekam ja auch eine 5 dafür. Sie bekam eine 5 dafür. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit, oder? Ja, die Lehrerin hat es gemerkt. Aber Sie waren ein nicht anwesender Vater. Ja. Das kann man so sagen, oder? Ich habe die Kindheit meiner Kinder verpasst und weil Sie über Fehler sprachen, das war sicher mein größter Fehler. Das ist ein unverzeihlicher Fehler. Ich rate eigentlich allen jungen Männern, die Kinder haben, die Frauen kümmern sich ja eh darum, nützt die Zeit, wo die Kinder klein sind. Ich habe es verpasst. Nützt die Zeit, nee, das meine ich nicht. Sie sagen, alle jungen Männer, die Kinder haben, die Frauen kümmern sich ja eh darum. Nützt die Zeit,
Nein. Geben Sie mir mal den Tomatensaft. Das haben Sie jetzt verdient, das wissen Sie, ne? Denken Sie. Ja, das war natürlich das klassische Bild schon. Zu der Zeit damals. Sicher. Ohne die Ihre Frau hätten Sie die Karriere nicht machen können. Nein. Na, bitte, Herr Nill ist mein Sekundant. Doch, die hat aber einen großen Anteil geleistet und Wir sind auch heute richtig dicke Freunde. Familie trifft sich regelmäßig, auch im Familienkreis. Wir grillen zusammen, wir verbringen Weihnachten zusammen. Das habe ich nicht vergessen. Und trotzdem stellen Sie die Familie auch heute auf eine harte Probe. Jetzt frage ich Herrn Nill, weil Ihre Frau die Patentante ist von Frederik. Dann fährt also Jürgen Todenhöfer mit diesem Sohn in den Islamischen Staat. Das ist in Syrien, das ist die Truppe, die dafür berühmt ist, dass sie Journalisten gefangen nimmt und ihnen werbewirksam vor laufenden Kameras den Kopf abschneidet. Da nimmt er also den Patensohn mit. Wie fanden Sie das? Also, wo ich das zuerst mal gehört habe, Bekannter hat mich angerufen, hat gesagt, da kommt Todenhöfer Bericht. Der ist mit dem Frederik im Islamischen Staat beinahe. Ich gesagt, jetzt hat er durchgedreht. Also, ich mein, jetzt hat er durchgedreht. Ja, ich konnte es nicht begreifen. Natürlich ist Frederik inzwischen volljährig, der weiß selber, was zu tun hat. Ich glaube, er ist 30 oder sowas. Ja, 31. Natürlich, 31. Aber ich denke, er macht immer noch eben auch, was sein Vater will, verlangt. Nein. Ja, ich habe ihn gebeten, gut. Sie haben das Buch nicht gelesen. Doch, natürlich. Sie siezen sich, ich dachte, Sie sind gute Freunde. Nein, wir sind die besten Freunde, wir siezen uns. Siezen Sie ja auch. Wir sind aber nicht die besten Freunde, Todenhöfer. Das merke ich. Hallo, Ich dachte, dass Sie sich durchsetzen. Entschuldigung, Verzeihung. Bei ihm ist das schwierig, aber. Ach so. Gut, wir sagen alles zueinander. Ja. Und euch schert. Ja, der Ältere muss mir es anbieten. Ach so. Und dann muss ich es auch noch annehmen. Gell? Aber jedenfalls haben Sie. Ja. Es wird schwierig. Aber Sie haben es nicht verstanden, auch wenn er eben volljährig ist. Und Sie sagen, der Sohn wollte selber mit. Und Sie haben ihn davon abgehalten oder wollten ihn abhalten. Schau, ein Zeichen vom Alter. Ich meine, er wird 75. Sie haben, ja, ich hoffe, dass Sie auch 75 werden. Ja, hoffentlich, natürlich. Ja? Natürlich, aber ich mache solche Sachen mit meinem Sohn nicht. Ja, aber machen, was ist denn das für eine Einstellung, dass Sie über Ihren Sohn entscheiden? Mein Sohn hat gesagt, ich habe dir geholfen, die Kontakte zu diesen Terroristen herzustellen übers Internet. Und du kannst mich jetzt nicht alleine zu Hause lassen. Und wenn dir was passiert, bin ich mein ganzes Leben verantwortlich, dass du gestorben bist. Und dann habe ich gesagt, die Familie bittet dich zu bleiben. Und ich bitte dich zu bleiben. Und dann hat der Frederik gesagt, der hat mich durchschaut. Der wusste, dass ich eigentlich heimlich gehen wollte. Ich wollte einfach gehen. Und dann hat er gesagt, wenn du heimlich gehst, kappe ich, schneide ich alle deine Internetkontakte ab, die du hast. Und du wirst niemanden mehr finden. Du wirst überhaupt nicht mehr wissen, mit wem du telefonieren willst. Ich kappe alles auf Facebook, alles auf Skype, alle Kontakte, die du hast. Und du wirst überhaupt nicht wissen, wo du hin sollst. Also man muss wahrscheinlich ausblenden, was die Familie denkt, wenn man solche Dinge macht. Wir haben dennoch die Töchter gefragt, wie sie es denn finden, dass der Vater erstens solche Reisen macht und zweitens dann auch mit Frederik. Ja, der ist 31. Es ist toll, was er macht und ich verstehe auch, warum er es macht, aber man will halt nicht, dass der eigene Vater das macht. Nathalie und ich haben keine so richtig gefährlichen Reisen mitgemacht. Mein Bruder, der ist ja mit ihm in den Islamischen Staat gefahren. Der ist mit ihm mehrmals in Bagdad gewesen, in Libyen, in Syrien. Wenn ich damals nicht nach Bagdad gegangen wäre, da habe ich zuerst mal gemerkt, man versteht es halt echt erst, wenn man dort ist, wenn man es sieht. Da waren wir ohnmächtig vor Angst. Da hat keiner mehr mit dem anderen richtig sprechen können. Ich bin mit meiner Mutter, glaube ich, 2 Stunden schweigend durch den Park gelaufen, weil wir jegliche Kommunikation darüber vermeiden wollten. Das war richtig Horror. Ich würde es ja am liebsten verbieten, dass er da irgendwo hinreist. Aber ich finde es nicht so gut. Ich denke da halt auch an mich und an meine Mutter und an meine Schwester. Wir machen uns halt Sorgen. Aber ich kann es ja auch nicht verhindern. Das ist das, was die Töchter sagen. Sie würden es am liebsten verbieten. Die Kleinen übrigens, die da mal rumlaufen, sind ihre Enkelkinder. Ja. Das heißt also, wenn Sie und der Frederik dabei draufgegangen wären, hätte diese Familie natürlich einen massiven... Ein Trauma, kann man wahrscheinlich sagen. Und Sie haben es trotzdem getan. Ja, was heißt, ich habe es getan? Ich habe dem Frederik gesagt, ich will dich nicht mitnehmen. Frederik hat darauf bestanden. Sie können jetzt hier nicht für die Rechte der Frauen und für alle Rechte der Menschen auftreten. Der Frederik ist 31 Jahre. Klar. Und er sagt, ich habe dir geholfen und du kannst mich jetzt nicht abhängen.
und mich dann, ich bin dann schuldig. Und ich konnte einfach nicht anders. Sie haben und er war mit mir bei der Führung der Taliban, der war mit mir in ganz, ganz vielen Krisengebieten, das war nicht das erste Mal. Sie haben diesmal aber Medikamente mitgenommen, mit denen man sich töten kann, weil Sie nicht sicher sein konnten, ob Sie gefangen genommen werden, ob Sie zu Propagandazwecken dann missbraucht werden. Hatten Sie denn auch wirklich das durchgespielt, dass Sie dann nicht nur das nehmen, sondern der Frederik auch? Ich habe den Frederik darüber informiert, dass ich das hatte. Das haben übrigens Einzelkämpfer, die im Hindukusch auf Al-Qaida-Jagd sind. Das haben die auch. Das gehört zur professionellen Ausstattung, dass wenn man in die Hände des Feindes fällt, nicht wartet, dass der dann einem die Nase und dann die Ohren abschneidet und einem wochenlang foltert und einen dann vor der Weltöffentlichkeit hinrichtet. Ich wollte das vermeiden. Ich wollte vermeiden, dass der IS das Drehbuch meines Todes schreibt. Und da hätte ja auch dann jeder gesagt, ja, was ist denn jetzt? Jetzt, der wusste das und jetzt hat er einen orangenen Anzug an und jetzt wird er geköpft. Herr Nil, verstehen Sie es jetzt besser, was er da macht? Nein. Ich bin immer noch der Ansicht, was Valerie und Nathalie gesagt hat. Ich meine, ist eigentlich unverantwortlich, aber letzten Endes, Gott sei Dank, ist es gut gegangen. Dieser Jürgen Todenhöfer von heute, Sie haben es ja vorher schon gesagt, also er hat sich verändert. Würdet ihr noch 50% plus bekommen für die CDU in Ihrem Wahlkreis? Wenn er mit der Frau und der Familie wieder antritt, ja. Also nicht, mit anderen Worten. Also ja. Wunderbar. Ich danke Ihnen sehr, Werner Nil, vielen Dank, dass Sie uns diese Einblicke gegeben haben. Sehr gut. Wir haben was gelernt. Bleiben Sie bitte gerne sitzen. Danke, Werner Nil. Nehmen Sie Platz, da vorne ist auch Ihre Frau. Also, diese Reise, die letzte in den IS, war sicherlich die umstrittenste und radikalste Reise, aber sie ist in einer guten Todenhöfer-Tradition, das kann man schon sagen. Todenhöfer sagt, man muss mit allen reden, egal ob es Diktatoren sind, wie Pinochet oder eben wie Assad oder eben muslimische Fanatiker deutscher Herkunft im Islamischen Staat. Christian Emde ist Deutscher, Anfang 30. Er konvertierte zum Islam, schloss sich 2014 in Syrien dem IS an, nennt sich Abu Qatada. Vor seiner Reise in den Islamischen Staat führt Jürgen Todenhöfer lange Gespräche mit ihm und nennt ihn fast bewundernd hochintelligent, ideologisch versiert, mit umfassenden geschichtlichen Kenntnissen. Der IS-Krieger droht Angela Merkel mit der Todesstrafe, weil sie den Mohammed-Karikaturisten ausgezeichnet habe. Er glaubt an die Weltherrschaft des Islam, verteidigt die Versklavung von Nichtgläubigen und weidet sich an der Vergewaltigung von Sklavinnen. Für den Fall seiner Rückkehr prophezeit er: Wir werden definitiv zurückkehren. Ja, und es wird nicht mit Freundlichkeiten sein oder sonst irgendwas, sondern es wird mit der Waffe sein, ja, und mit unseren Kämpfern. Darf man solchen Fanatikern ein öffentliches Forum geben? Ja, das ist die Frage. Darf man das? Ja, die Frage müssten Sie dann auch Peter Bergen stellen, den berühmtesten Terrorexperten, der Bin Laden im Hindukusch für CNN interviewt hat. Ich stelle sie aber Ihnen. Und Sie stellen sie mir. Und dieser Mann hat sich in seinem Interview so entlarvt. Der dieser hier, jetzt dieser junge Deutsche. Abu Qatada, ja, der hat von der Tötung von Hunderten von Millionen von Schiiten, 500 Millionen, geredet. Und ich finde, dass es einfach wichtig ist, dass wir wissen, was das für eine Bande ist und was das für eine Terroristenbande ist. Und ich kann nur sagen, der Westen hat keine Ahnung von diesen Leuten, hat die völlig falsche Strategie und unterschätzt diese Leute permanent. Die sagen immer, wir drängen ihn zurück und dann erobert der IS eine neue Stadt. Und ich halte den IS für die gefährlichste Organisation, die es im Terrorbereich jemals gegeben hat. Daneben ist Al-Qaida Kinderkram. Was viele völlig verstört, ist, wie weit sie so in die Psyche auch dieses jungen Mannes zum Beispiel gehen. Und wie fast bewundern sie sagen, der ist hochintelligent, ist ein Gerechtigkeitsfanatiker. Dann haben sie mit der Mutter geredet und sagen, der ist jemand, der schon in der Schule eingetreten ist, für wenn ein Muslim diskriminiert wurde. Und dann geht es seitenlang über die erste enttäuschte Liebe. Muss man wirklich so viel Verständnis aufbringen für jemanden, der so krudes Zeug redet wie der? Ja, man muss nicht Verständnis aufbringen, aber man muss wissen,
warum die so werden. Und Sie haben jetzt ein paar Sachen durcheinander geworfen. Und ich schaue jetzt wieder auf das Tomatenglas. Ich bin gespannt. Aber es ist noch lange nicht so weit. Ja. Ich habe geschildert, wie der als Kind war. Ja. Und es ist einfach wichtig, wie das möglich ist, dass ein Junge, der als Kind Gerechtigkeitsfanatiker war, also sein Lehrer hat das Handy eines Muslims zum Fenster rausgeworfen. Und dann ist er hingegangen und hat sein Handy gezeigt und hat gesagt, wir haben alle Handys unter dem Pult, jetzt müssen Sie meins auch zum Fenster werfen. Und wie kann aus einem solchen gerechtigkeitsbewussten Menschen ein wilder, blutiger, mörderischer Terrorist werden? Ja. Und das muss man verstehen. Ich finde in Ihrem Buch eben nicht diese Antwort. Das ist mein Problem damit. Was ich aber finde, ist eben der Weg, der nachgezeichnet wird. Und ich finde einen Todenhöfer, der mal als Richter RAF-Terroristen begegnet ist und ganz bestimmt sich nicht interessiert hätte für die erste Liebesaffäre von Bader, Meinhof oder Ensslin. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Aber ich fand wichtig, was diese Mutter, die eine sehr starke Mutter ist, aber die unendlich leidet, die ihren Sohn verloren hat, was die über ihn sagt. Und ich bin vor der Reise zu ihm, zu ihr hingegangen, ich bin nach der Reise zu ihr hingegangen und ich wollte halt so viel wie möglich über ihn erfahren. Und wenn ich sage, der Kerl ist intelligent und clever, dann hat es mit Bewunderung überhaupt nichts zu tun. Ich empfinde ihm gegenüber eine tiefe Verachtung, weil gerade dieser gutmütige kleine Junge, der er mal war, zu einem bösen Killer geworden ist. Und ich finde aber die größte Verachtung denen gegenüber, die diese Gehirnwäsche durchgeführt haben. Und es gibt, das wird in der deutschen Öffentlichkeit alles nicht diskutiert, weil die Leute keine Ahnung haben, die bei uns diese Antiterrorpolitik machen. Es gibt ein Netzwerk von Gehirnwäschern, das kleine, nette, ursprünglich sympathische Jungs verführt. Da sind, das muss man sich mal vorstellen, stellen Sie sich mal vor, die Stadt Kassel. Da sind aus der Stadt Kassel 40 Jungen und Mädchen im Alter von 15 bis 23 Jahren in den Islamischen Staat ausgewandert, um dort zu kämpfen. Das ist doch Irrsinn. Wenn man dahin fährt, abgesehen davon, dass man sein Leben riskiert, das ist sicher, meine Sache. Das ist Ihre Sache, läuft man Gefahr, dass man sich alleine schon durch die Anwesenheit, dass man quasi zum Propaganda-Instrument wird. Sie kennen das Argument. Und natürlich konnten Sie nicht frei reisen. Natürlich wurden abends... Nein, Sie wurden immer begleitet. Sie schreiben seitenlang darüber, was von der Wunschliste alles gestrichen worden ist. Nein, ich habe gesagt, 60% der Wunschliste sind erfüllt worden. Aber ich habe gesagt, nichts wird nicht erfüllt. Ja, es sind Bilder natürlich dann nachträglich gelöscht worden. Nicht alle, aber einige. Wie immer, wenn Sie mit den Amerikanern reisen, werden auch Bilder gelöscht. Wenn man Embedded Journalist ist, ja, aber wenn man einfach so reist und berichtet, nicht. Ja, ich bin ja nicht so gereist, das ist ja kein touristisches Reiseziel da. Ich wollte eigentlich meine Frage noch stellen. Ja, stellen Sie. Ob Sie sich Gedanken darüber gemacht haben, dass man unter diesen Umständen eben im Zweifel auch kein objektives Bild bekommt, aber umgekehrt als Propagandazweck missbraucht werden kann? Es gibt ein einziges Buch auf der Welt, und das hat mir ein führender amerikanischer Politiker gesagt, der das Phänomen IS richtig zeichnet. Und das ist dieses Buch, das ich geschrieben habe, für das ich mein Leben riskiert habe, weil ich mit diesen Verbrechern 10 Tage zusammen verbracht habe. Ich habe mit ihnen auf dem Boden geschlafen. Ich habe morgens beim Frühstück gesagt, wie könnt ihr behaupten, dass das Islam sei? Das ist alles anti-islamisch. Im Islam ist verboten, Angriffskriege zu führen. Im Islam ist verboten, Unschuldige zu töten. Im Islam ist verboten, Moscheen zu zerstören. Im Islam ist verboten zu vergewaltigen. All das macht ihr ununterbrochen. Sie verstehen, dass das hier sehr viel Widerspruch erzeugt, wenn Sie einerseits eben die muslimische Welt verteidigen, was Sie immer mit Werbe tun, und auf der anderen Seite, und zwar wörtlich und häufiger auch in diesem Buch dann schreiben, dass jemand wie Bush, Rumsfeld und Blair die größeren Terroristen sind. Das ist einfach die Wahrheit. Das ist die Wahrheit Ihrer Meinung nach. Die trauen Sie sich nicht auszusprechen und ich spreche sie aus. Sie sind ein Meinungsjournalist, ich bin jemand, der Meinungsjournalisten interviewt. Ich würde Ihnen aber gerne jemanden gegenüberstellen, der, ja, ist so, würde aber gerne jemand gegenüberstellen, der genau diesen Punkt kritisiert. Früher eng an der Seite der Amerikaner, heute ein scharfer Kritiker der USA. Bei jungen Muslimen wie hier in Berlin wird Jürgen Todenhöfer dafür gefeiert. Ohne den Krieg mit Bomben von George W. Bush gegen den Irak gäbe es den IS gar nicht. Der IS ist ein Baby von George W. Bush. Todenhöfer argumentiert, für Öl waren die USA stets bereit, Kriege zu führen. Al-Qaida tötete im gesamten Westen 3.300 Menschen.
Bush Junior jedoch allein durch den Afghanistan- und Irakkrieg mindestens 600.000 Menschen. Der Journalist Nikolaus Blome widerspricht. Viele von Todenhöfers Thesen entspringen einer Verschwörungstheorie. Denn die USA brauchen das Öl gar nicht mehr. Und den Krieg einer Demokratie kann man niemals mit dem Terror verblendeter Splittergruppen gleichsetzen. Und wir freuen uns, dass Nikolaus Blome unsere Einladung angenommen hat. Herzlich willkommen, Nikolaus Blome. Herr Blome, Ihr Duell. Sie werden bemerkt haben, dass wir keinen Tomatensaft auf die Seite gestellt haben. Das Duell ist der Moment, an dem ich mich zurückziehe, Herr Todenhöfer. Ist gut so. Es ist gut so, vielen Dank. Warum? Ja, er weiß, wohin der Tomatensaft noch fliegt. Er weiß, wohin der... Es gibt ein bestimmtes Zeitlimit. Herr Blome hat dieses Duell zu führen. Und wenn die Zeit um ist, hören Sie ein akustisches Signal. Und ich, es ist ein paar Minuten. Ach, das kriegen Sie hin. Ein bisschen Austausch sollte es. Das kriegen Sie hin. Wobei der Begriff Duell, das ist jetzt so eine Situation hier, aber der Begriff Duell ist gewählt von der Chefin. Okay, aber einen Satz will ich vorneweg loswerden. Ich bewundere Ihren Mut und Ihre Neugier, weil Neugier ist die Essenz unseres Geschäftes, des Journalismus, auch meines Geschäftes. Und wenn mir die einmal ausgeht, dann müsste ich wahrscheinlich die Profession wechseln. Trotzdem fand ich an Ihrem Buch jetzt weniger, und darüber wurde ja schon geredet, der Teil der Reportage vor Ort, als das und wie Sie es eingebettet haben. Und da sind mir ein paar Sätze aufgefallen, und mit denen möchte ich schon noch mal mit Ihnen ein bisschen durchgehen, beziehungsweise darüber streiten. Also angefangen bei Bush ist schlimmer als Terrorist, ein schlimmerer Terrorist als Osama bin Laden. Das finde ich, verwischt derartig die Zusammenhänge, Ursache und Wirkung. Und wenn am Ende alle Terroristen sind, ist auch keiner mehr Terrorist. Insofern tun Sie sich und Ihrer Argumentation überhaupt keinen Gefallen, wenn Sie das so versuchen gleichzusetzen und guck mal, der war schlimmer als der. Das funktioniert. Es geht ja auch um die Motive dahinter, finde ich. Und Bush hatte christliche Motive, wollten Sie sagen. Naja, sagen wir mal so, ich halte es für einen Unterschied, wenn man Unschuldige mit voller Absicht als Ziel wählt, so wie Osama bin Laden das gemacht hat, oder aber wenn Unschuldige in einem Krieg gegen ein, wie soll man sagen, legitimes Kriegsziel dann auch zu Schaden kommen. Das finde ich einen Unterschied. Ja, Sie nicht? Doch, aber ich bleibe einfach bei den Fakten. Nach Ärzte gegen den Atomkrieg, eine angesehene Organisation, hat dieser Irakkrieg 1 Million Menschen das Leben gekostet. Und nach allen Statistiken, die es gibt, hat Al-Qaida, die ich für eine schlimme Verbrecherorganisation halte, 3 bisher, seit Al-Qaida existiert, 3.350 Menschen getötet. Und die Tatsache, dass ist es Bush wirklich, den Irak... Ist es wirklich eine Frage von Zahlen? Nein, überhaupt nicht. Ich habe Sie ja auch ausreden lassen. Die Tatsache, dass Bush für den Tod von 1 Million oder wie eine andere Organisation von Professoren, Universitäten, Amerika sagt 500.000, getötet hat, gibt keine Entschuldigung für den Terrorismus. Es gibt null Entschuldigung für Bin Laden. Es gibt null Entschuldigung für diese IS-Leute. Und Sie haben natürlich völlig recht. Der IS hat etwas in seinen Taten, das total inakzeptabel ist. Und zwar, dass er bewusst Unschuldige tötet. Und dass diese Leute vorgeführt werden, dass Gewalt zelebriert werden. Aber das ändert... Sie rechtfertigen das zum Teil, wenn Sie, noch so ein schönes Zitat, wenn Sie sagen, die Verhöhnung oder die Lästerung des Propheten ist so schlimm und verletzt so sehr wie ein Bombenangriff. Den Satz kenne ich nicht. Das steht in Ihrem Buch. Den müssen Sie mir bitte zeigen. Naja. Es stimmt aber nicht. Es steht da... Bitte zitieren Sie richtig. Also ich bestreite diesen Satz. Gut, dann müssten wir jetzt ein Buch aufschlagen. Schlagen Sie. Nee, jetzt machen wir hier einen Punkt. Dann machen wir hier einen Punkt, das hat keinen Sinn. Nein, dann nehmen wir einen anderen Satz. Wir machen keinen Punkt. Sie können nicht irgendeinen Satz sagen und dann sagen, ich weiß es nicht. Nee, stopp. Ich will den Satz hin. Nein, dann ziehe ich den zurück, hat ja keinen Sinn, weil wir jetzt im Buch nicht finden. Aber ich will dann nicht, nehme Sie einen, können den Sie nicht gerade zurückziehen, selber Sie haben ja gerade gesagt. Moment. Ich will den Satz hin. Herr Todenhöfer, jetzt versuchen Sie abzulenken. Versuch nicht abzulenken, da kommt jemand mit einem Satz und setzt ihn in die Öffentlichkeit und ich sage, zeigen Sie mir den Satz. Ich habe das Buch nicht dabei, insofern kann ich Ihnen jetzt nicht zeigen. Das ist Ihr Problem. Ja, aber dann gehen wir mal einen Schritt weiter über mein Problem hinaus, das mein Problem ist, geschenkt, und nehmen einen Satz, den wir jetzt beide gehört haben, weil Sie ihn gerade selber gesagt haben.
IS. Der IS ist ein Baby der USA oder George Bush oder was Sie genau gesagt haben. Wollen Sie das auch noch bestreiten? Nein, ich glaube nicht. Ne? Gut. Das lässt sich ja nachweisen. Und das lässt sich nicht nachweisen. Ich glaube, Sie verwechseln etwas und darum betten Sie Ihre ganze Geschichte eben falsch ein. Sie verwechseln einen Religionskrieg, der noch dazu ergänzt wird durch Auseinandersetzungen um die Regionalvormacht im Mittleren Osten, mit einem Krieg des Westens gegen den Islam. Ich kann nicht erkennen, dass der IS überwiegend gegen den Westen kämpft. Kohleautomaten lassen die stehen. Was sie kaputt machen, sind altorientalische Kulturgüter, um die Vergangenheit ihres eigenen, der eigenen Völker, stimmt, die dort gelebt haben. Dafür verachte ich sie auch. Na ja, gut, aber wir waren noch der Frage nach. Ihre These ist, die USA haben das ausgelöst. Es ist ein Rachefeldzug der IS gegen diese westlichen Übergriffe. Oder habe ich jetzt auch falsch zitiert? Ich glaube nicht. Nein. Als 9/11 passierte, unstreitig ein Verbrechen, durch nichts zu rechtfertigen, durch gar nichts. Nichts habe ich auch nie versucht, werde ich nie versuchen. Und jeder, der es versucht, stößt auf meinen Widerstand. Als wir unsere Antiterrorkriege begannen, mit dem Afghanistan-Krieg, dann dem Irak-Krieg und Libyen-Krieg und all dem, bei Beginn 2001 gab es einige hundert internationale Terroristen. Und jetzt haben wir über 100.000 internationale Terroristen durch diese törichte Bombardierungsstrategie des Westens. Und ich sage, was Sie haben, ist das Bombardieren war immer falsch und hat die Terroristen gezüchtet. Was Sie haben, ist ein Religionskrieg zwischen zwei offenkundig mit dem Schwert aufeinander losgehende Glaubensrichtungen des Islam. Das ist wie früher, eben vor dem 30-jährigen Krieg, die Christen andere Christen verfolgten, die Protestanten, die Katholiken verfolgten und der Häresie beschimpften. Also der IS, das sind keine Muslime. Und ich kann nur noch mal sagen, es sind radikale Muslime, ohne die Kolonisierung, ohne die Kolonisierung und ohne die Bombenkriege des Westens gäbe es diesen grauenvollen Auswuchs des Terrorismus mit über 100.000 Terroristen auf der Welt nicht. Und deswegen trägt George W. Bush eine Mitverantwortung für den Terrorismus in dieser Welt. Jetzt sind wir schon bei Mitverantwortung und nicht mehr alleiniger Verantwortung, sind wir schon ein Stück weiter. Mitverantwortung, nicht alleiniger. Ich habe den Satz. Sie haben bei der Analyse Kreisiger gekriegt und so. Meine Herren, ich habe den Satz gefunden. Ich wollte mir gerade recht geben. Nein. Ich habe ihm gesagt, er hat. Das jetzt haben Sie ihm die Chance genommen. Ich habe Ihnen aber die Chance gegeben, gerade zu zeigen. Was Richtiges gesagt. Aber ich habe Ihnen die Chance gegeben, zu zeigen. Der Satz ist in Ihrem Buch. Also das ist das IS-Buch von Jürgen Thonhöfer. Gar nichts. Ich bin ein wahrheitsliebender Mensch, wie Sie auch. Ja. Und da steht er nun mal. Ich kann es nicht tun. Vor allem, wenn der Westen, das Heiligste der Muslime, ihre Religion verhöhnt und mit Füßen tritt. Der Westen versteht nicht, dass eine Verhöhnung des Propheten Mohammed genauso verletzt wie jeder Bombenangriff. Ich wollte es nur sagen, Sie haben es geschrieben. Faktencheck in der Sendung. Jetzt wäre eine Entschuldigung fällig. Nein, ich wollte einfach nur sagen, Sie haben es geschrieben. Ich sage nicht, ob es richtig oder falsch ist, aber der junge Mann jedenfalls hatte recht, der Satz steht da drin. Ich finde, dass Sie sehr gut recherchiert haben. Ich habe gelesen ich und das sage auch nur, nur weil mal, meine Kollegen mir geholfen haben dabei. Ich habe damit nicht den Leuten, die diese Meinung vertreten, Recht gegeben. Ja. Und das ist ein totaler Unterschied. Gut, dass wir das klargestellt haben. Vielen Dank. Es ist das Duell gewesen. Herzlichen Dank, Nikolaus Blume, dass Sie diesen Part übernommen haben. Vielen Dank. Sie müssen noch da bleiben. Wie geht's Ihnen? Mir geht's meistens gut. Das schlechten ist gut. Menschen geht's immer gut. Das haben Sie gesagt, nicht ich. Ich würde Sie gerne um eines bitten. Das hat auch etwas am Anfang jedenfalls noch mit unserem Thema zu tun. Das ist der Teil in der Sendung, wo wir Sie bitten, zu Personen jeweils einen Satz zu sagen. Und der erste, den wir Ihnen zeigen, ist der Bundespräsident Joachim Gauck. Einmal so, wie er aussieht und einmal so, wie wir ihn auf Ihrer Facebook-Seite auch heute noch stehen haben. Sie haben ihn sozusagen als Fotomontage zum Al-Qaida-Chef gemacht und geschrieben. Gauck ist ein Dschihadist als Präsident. Er wirbt wie ein Irrer, dass sich Deutschland endlich wieder an Kriegen beteiligt. Also Sie haben den Bundespräsidenten zum Dschihadisten gemacht. Wollen Sie noch einen Satz dazu sagen? Ja, ich glaube, dass man den Krieg und den Terrorismus nur in den Köpfen der Menschen beseitigen kann. Und wir müssen den Krieg ächten. Und wir müssen eine Situation bekommen, wo Menschen sich schämen, dass sie als Politiker einen Krieg geführt haben und dass sie nicht so wie Sarkozy oder Bush rumlaufen und vor Kraft fast nicht mehr laufen können, weil sie einen Krieg geführt haben.
Und der Bundespräsident hat auf der Sicherheitskonferenz in München sinngemäß gesagt, wir Deutsche sind ein so starker demokratischer Rechtsstaat inzwischen, dass wir in Zukunft, wenn Diktatoren gegen Menschenrechte verstoßen, auch zu den Waffen greifen müssen. Und da habe ich gesagt, da macht, und er hat tosenden Beifall bekommen, da macht er genau das Gegenteil von dem, was seine Pflicht ist. Er sagt, Mann, wir müssen wieder mal bereit sein, Krieg zu führen. Und ich frage, an welchem Krieg möchte dieser Präsident, der nicht mein Präsident ist, an welchem Krieg, den wir jetzt haben, möchte er denn beteiligt sein? In der Ukraine, im Islamischen Staat oder wo? Und dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Und da kritisiere ich hart. Ich werde ja auch hart kritisiert. Und so steht es heute noch auf der Homepage. Vielen Dank für einen Satz und ein Bild zu Joachim Gauck. In diesem Sinne, ich kommentiere das grundsätzlich nicht. Sogar sollte ich anderer Meinung sein. Wie ist es mit dem Nächsten? Helmut Kohl. Ein Satz zu Helmut Kohl. Ja, wir waren große Freunde. Und dann erwartete er, wie alle Politiker von mir, dass ich seine Haken mitschlage. Und ich habe das nie gekonnt als Politiker. Wir entspannen uns mit dem nächsten Kandidaten. Das ist Michael Jackson. Offensichtlich ein Freund von Ihnen, da sind Sie links im Bild. Ja, ich hoffe, das wird mir jetzt nicht auch vorgeworfen, dass ich Michael Jackson getroffen habe. Ich habe viele Menschen getroffen. Er war 2 Tage bei mir in der Berghütte und wir haben lustige Stunden zusammen verbracht. Er hat meinen nächtlichen Schlaf gestört. Ich habe dann nachgeschaut, warum das so laut war. Und da saß er auf der Treppe und hat mit meiner Tochter und nachts um 3 und meiner Frau eine Kissenschlacht durchgeführt. Also wir waren richtige Freunde. Ich sag gar nichts. Eine Frau ist dabei, Brigitte Bardot. Ja, die habe ich wie alle jungen Männer meiner Generation geliebt. Nie gekannt. Danke, dass Sie das noch gesagt haben, sonst hätte ich nachgefragt. Der Nächste ist ein dicker Schulfreund von Ihnen, Hubert Burda. Er hat Sie in den Verlag geholt. Ein Satz zu Hubert Burda. Ein sehr großzügiger Mensch. Ein knapper Satz. Last but not least, Pep Guardiola. Ja, ich mag den. Der hat eine unlösbare Aufgabe. Nach dem Gewinn des Triple zu Bayern zu kommen und jetzt erwartet jeder das Triple und das ist eine unlösbare Aufgabe. Die erwarten ja einfach das Vierfache, dass er den vierfachen Titel schafft, den es nicht gibt. Schauen wir mal, was ihm gelingt. Sie sind jedenfalls ein Fußballfan. Sie spielen noch? Sie spielen noch jeden Tag? Ja, ich spiele jeden Samstag. Auch auf Ihrer Homepage, im Facebook hier? Das war letztes Jahr. Das sind Sie im Englischen Garten. Links, angeblich, ja. Sind Sie da am jedem Wochenende. Oben links als Torwart, man muss sagen, wie alt sind Sie? 74. Muss man dazu sagen, weil wenn Sie da sich jetzt auch hinlegen, gibt es Verletzungen, die andere in diesem Alter meiden wollen? Nee, ich finde die Schusshaltung bewundernswert. Die Schusshaltung ist super. Links außen, rechts außen. Sie haben. Aber was mir besonders gefällt, war, dass Sie das im Zusammenhang mit Pep Guardiola gezeigt haben. Ja, weil Sie mal gesagt haben, Ihr großer Traum ist einmal Bundesliga spielen. Wir können nicht jeden Traum erfüllen, aber wir sind ganz nah dran. Ja. Wir haben einen Ex-Bundesliga-Torhüter verpflichtet für diese Sendung. Er ist 2-mal deutscher Meister geworden, 2-mal DFB-Pokalgewinner. Wir stellen ihn Ihnen kurz vor. Im Wettstreit mit Michael Ballack. Wagemutig auf der Linie. Deutscher Meister mit Bremen und Kaiserslautern. 16 Jahre lang war Andreas Reinke Profi, machte allein als Bundesliga-Torhüter über 200 Spiele. Heute erstmals gegen Jürgen Todenhöfer. Herzlich willkommen, Andreas Reinke! Herr Reinke! Jürgen Todenhöfer, Andreas Reinke. Sie sind bestellt, um mich zu trainieren, ja. Was haben Sie gesagt? Sie sind bestellt um was? Um Sie zu? Wieso glauben Sie eigentlich, dass man immer Ihnen was Böses will? Nee, ich dachte, ich es macht Ihnen Spaß, Fußball zu spielen. Ja, tue ich. Oder? Ja, Sie spielen Sie noch jeden Sonntag? Ja, Samstag. Samstag ist das. Im Englischen Garten. Ja. Wir haben Recherche. 15 Uhr. Woher wissen Sie das denn? Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Weil er professionell ist. Wir haben recherchiert. Also, Sie sind im Tor oder im Sturm? Ja. Sie sind zwar der Älteste auf diesem Platz,
aber extrem fit. Ja. Hängen sich total rein, ehrgeizig. Ja. Ja. Wenn es nicht haben, so heiß ist. Haben mindestens einmal ein Rippen- und einmal ein Ellenbogenbruch dabei gehabt? Ja, ich habe viele Verletzungen gehabt. Sind Sie ein guter Elfmeter... Schütze, ja. Schütze bin ich hervorragend. Schütze, nee, ich Fänger. Ja, weil er auch beides macht, können wir auch mal beides machen. Links, also mal wechseln. Ich habe gedacht, Sie würden vielleicht einmal im Tor beginnen. Brauchen Sie andere Schuhe? Wir hätten auch Fußballschuhe dafür. Nee, die tun mir nur weh. Ich muss mir meine Schuhe... Also Schuhgröße 46, wir haben drei Größen hier. Nee. Ich ziehe keine andere. Sie sind frisch neu gekauft. Die können Sie aber gerne dann mitnehmen und für eines Ihrer wirklich vielen Waisenhäuser haben, wenn Sie das mögen. Den Leuten, die da Fußball spielen, dann vererben. So, Herr Reinke macht sich auch ins Tor. So, dann würde ich mal... Also ich nehme Ihnen die Jacke ab. Ja, da ist mir schon mal eine Brieftasche abhanden gekommen. Herr damit. Aber Sie umgehen. Achtung und. Wow! Aua, oh, hey! Nicht schlecht. Jetzt wissen Sie, was auf Sie zukommt, Herr Reinke. Jetzt habe ich einmal getroffen. Sonst geht das nicht. Einmal. Wir kriegen jedes Mal einen Applaus, wenn Sie treffen. Los. Jetzt können Sie anfangen. Es reicht doch. Das ist wie der Taucher, der ist auch nur einmal. Ich bitte Sie, ich möchte nur wissen, ob es Zufall war. Also jung, frisch, ja? Mit so einem Hammer. Ja. Ich versuch's nochmal. Jetzt aber. Oh, jetzt habe ich gehalten. Das war aber nicht ausgemacht, dass er so scharf schießt. Das war nicht ausgemacht. Nee. Hey. Bundesliga, herzlichen Glückwunsch. Nicht schlecht. So, Wechsel. Ah, jetzt wollen Sie. So, Wechsel. Ach, jetzt Wechsel. Jetzt geht Herr Todenhöfer noch mal ins Tor und hereingeschießt. Der Mann will Rache. Egal. Haben Sie mir jetzt gesagt, wo Sie hinschießen? Nee. Wir wollen immer geradeaus. Geradeaus. Sind Sie denn lieber im Tor oder draußen, Herr Todenhöfer? Also draußen war gut. Wenn der Boden weich ist, da geht's los. Dann habe ich so Kindheitserfindungen im Schlamm sich wälzen. Bitte. Hey, wir haben auch schon Bescheid gesagt. Okay, Schluss, aus. Das reicht. Nein. Vielleicht auch mal. Wollen Sie noch mal? Herr Todenhöfer, wenn Sie hier rauskommen und Sie sind so verletzt, dann am Ende bin ich dann schuld und Sie sagen, ich hätte Sie geschlagen. Das kann ich nicht verantworten. Bitte schön. Komm, auf. Hey! Ja, jetzt ist aber gut. So. Ich finde, ehrlich gesagt, wenn Sie mir das gestatten, Herr Reinke, das war's, oder? Super Typ, guter Spieler, Bundesliga kompetent. Ganz wichtig, auch die richtige Partei. Vielen Dank, Herr Reinke, danke, dass Sie unser Gast waren. Vielen herzlichen Dank. Danke, dass Sie gesagt haben, ich stelle mich. Vielen Dank Ihnen zu Hause, dass Sie zugeschaut haben. Danke, großartiges Publikum hier im Saal. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Jürgen Todenhöfer hat sich gestellt.